Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf meinem Kanal. Wir zeigen euch heute, wie ihr zu zweit ein bisschen weniger als 1 Million in einer Stunde verdienen könnt. Mit dabei ist der Dimitri. Hallo. Und genau, wir sind jetzt hier auf Area 18 und zeigen euch jetzt, wie ihr am besten startet, was ihr alles braucht. Und wir fangen auch direkt mal an. Wir haben bei uns, wie ihr seht, dieses Pyro-Multitool. Das braucht ihr auf jeden Fall, weil sonst könnt ihr nicht weitermachen. Solltet ihr nicht wissen, wie ihr das kriegt, dann schaut das letzte Tutorial euch auf YouTube an. Da habe ich alles erklärt, wie ihr alle Sachen kriegt. Und das ist so die Grundausstattung. So, dann als nächstes braucht ihr unbedingt, das ist ganz wichtig, wenn ihr zu zweit salvagen wollt, eine RSI Constellation Andromeda und eine Drake Vulture oder Reclaimer. Die Andromeda kriegt ihr auf Area 18. Hier vorne an diesen Traveler Displays unter RSI. Ja, jetzt will er nicht. Aber unter da. RSI und dann RSI Constellation Andromeda. Das ist die, die ihr unbedingt braucht. So, und wenn ihr dann soweit bereit seid, könnt ihr dann unter F1 und unter Contracts Manager und Personal schauen. Dort findet ihr die Salvage Missionen und da findet ihr in The Wake of Disaster. Die habe ich jetzt schon akzeptiert. Die kostet euch 150.000. Aber dafür, dass ihr da eine Stunde für arbeitet, dass ihr das wieder drin habt, also ungefähr 28 Kisten braucht ihr, damit ihr das Schiff und die Mission wieder drin habt, ist es eigentlich ganz gut. Und ihr könnt da auch viel mehr verdienen. Also das ist eine super Mission für zwei Personen. Und wir würden ich würde jetzt sagen, wir packen einmal beide Sachen aus und dann sehen wir uns dann auch wieder bei der Salvage-Mission. Bis gleich. Also wir sind jetzt hier angekommen und wie ihr schon seht, wir haben vor uns einen Reclaimer stehen. Also echt guter Fang schon mal. Unten sind dann noch ein paar andere. Die könnt ihr auch ganz einfach sehen, indem ihr dann First Person geht und dann habt ihr solche kleinen viereckigen Kästchen. Und da seht ihr auch Salvage Area. Die könnt ihr alle abminen. Ebenfalls an den Schiffen gibt es auch noch Waffen. Die könnt ihr auch abfarmen. Das ist auch nochmal so ein kleines Extra, mit dem ihr nochmal extra mehr Geld verdienen könnt. Genau. Und salvagen dürftet ihr ja wissen, wie es geht. Habe ich im letzten Tutorial auch nochmal erklärt. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an zu salvagen. Ich mache euch eine kleine Timelapse rein. Und wir sehen uns dann später, wenn wir dann mal unten den kompletten Cargo Hold voll haben. Also wir haben jetzt halt mal knapp 20 Minuten gefarmt. Wir haben jetzt einen Teil schon mal gemacht, aber uns ist leider etwas passiert. Wir sind zu nah an dem Schiff gewesen und hinten hat sich auch irgendwas rausgebackt. Dadurch ist das andere Schiff explodiert. Mehr konnten wir jetzt nicht rauskriegen. Aber wenn ihr sowas jetzt seit Länge mal als eine Stunde macht, auch mit der Andromeda und dem mit der Drake Vulture und das dann vielleicht auch mit mehr Leuten macht, seid ihr schneller durch und habt dann auch mehr Profit. Also wir haben jetzt halt, wie gesagt, nur 20 Minuten gemacht. Das wären jetzt knapp 90, 100k. Und wenn ihr das jetzt länger macht, dann kommt ihr natürlich auch höher und schneller und weiter. Also da müsst ihr dann schauen auf jeden Fall. Und dass ihr hier auch guckt, dass ihr auch die Waffen mitnehmt. Ihr könnt auch die Warp-Antriebe mitnehmen in den Schiffen, die verbaut sind. Und dann auch mal schaut, in den Schiffen sind ja auch unten Lagerräume noch, dass ihr die einmal durchschaut. Da kann auch immer noch was drinstehen. Und überall, zum Beispiel hier oben fliegen jetzt noch Teile von uns, aber zum Beispiel auch hier oben sind noch Waffen, die ihr mitnehmen könnt. Die könnt ihr dann verkaufen. Das ist echt super. Also da könnt ihr gut Profit draus machen. Wenn ihr das alles mehrere Stunden lang macht, dann kommt ihr ganz schnell und ganz einfach an viel Geld. Und damit würde ich sagen, fliegen wir jetzt halt auch mal zurück, schauen dann einmal drüben, was noch abgeht und dann
würde ich sagen, sehen wir uns drüben wieder. Mir ist gerade auch nochmal eingefallen, also bei der Mission kann es auch sein, dass noch andere Leute zu euch kommen. Dann müsst ihr natürlich kämpfen. Das ist dieses Risiko bei der Mission. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz safe. Ihr könnt da gut mit Plus rauskommen. Und ihr könnt euch auch größere Schiffe holen, die dann natürlich auch mehr erfassen können. Dann könnt ihr natürlich viel mehr farmen. Wie gesagt, macht das mit zwei Personen oder macht das zu zwei, zu dritt, zu viert. So seid ihr auch schneller durch. Das ist so mein Tipp nochmal. Also ich bin wieder auf Area 18 angekommen und wir gehen das Ganze jetzt mal verkaufen. Es ist auch ein ganz schlechter Server. Wir sind auf USA-Servern und deshalb haben wir jetzt auch direkt dann noch abgebrochen. Aber wir haben jetzt mal halbwegs eine Fuhre gemacht. Ich habe jetzt nur mal ein paar Waffen mitgenommen, damit sich das noch rentiert. Und jetzt schauen wir einmal. Also wir haben jetzt, wo haben wir sie? Da, die hat doch immer da. Schauen wir doch mal, ob er es erkennt. Genau, also wir haben jetzt 7 Ding, dafür kriegen wir 53. Und so könnt ihr das Ganze halt jetzt machen. Das war wirklich nur ein ganz kurzes Video. Ich gehe jetzt halt dann auch noch die Waffen verkaufen, aber nur, dass ihr das auch mal gesehen habt und wisst, wie das Ganze funktioniert. Das ist natürlich viel Geld, was ihr dafür ausgebt, für so ein bisschen Farmen. 150.000 Alpha-UEC ist schon viel, also echt. Aber trotzdem, ich finde, meiner Meinung nach, es lohnt sich, wenn man da länger dran ist und das auch länger macht. Und ja, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.